Sozialer Druck und wie die Regierung das ausnutzt, das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen zu Paul Misers Tycoon Show. Ja, ich kann mich noch sehr genau und sehr gut an die Situation erinnern in meiner Kindheit, wenn ich etwas Bestimmtes haben wollte, was alle hatten. Meistens war es ein besonderes Spielzeug, zum Beispiel ein ferngesteuerter Rennwagen. Jeder im Freundeskreis hatte es und ich wollte es auch. Oder als meine Freunde dann noch länger draußen bleiben durften, am Abend zum Beispiel, oder später die ersten Röhrenjeans, der spezielle Haarschnitt, oder einfach in die Disco gehen am Samstagabend bis lange nach Mitternacht. Da ging ich dann immer zur Mutter oder, wenn das nichts geholfen hat, gleich zum Vater, um ein gutes Recht einzufordern, wie ich das so fand. Und dann kam er, dieser Spruch, den vermutlich jeder oder jede von uns schon einmal zu hören bekam, wenn du etwas wolltest, was alle machten oder hatten, außer man selbst. Und dann kommt dieser Spruch, den ich seit Anfang 2019 jedoch noch nie von Mama Merkel gehört habe. Der Spruch, von dem ich rede, lautet: Wenn andere von der Brücke springen, springst du dann auch hinterher? Ja, wenn ich viele Leute auf der Straße heute fragen würde, würden sie natürlich Nein antworten. Aber de facto passiert das genau in Bezug aufs Impfthema. Davon könnte man halten, was man möchte. Ich verurteile auch keine Impfungen. Ganz im Gegenteil, es gibt Impfungen, die die Menschheit sehr nach vorne gebracht haben, viele Menschenleben gerettet haben. Bei Pocken, bei Kinderlähmung ist es sicher so. Bezogen auf die derzeitige Kampagne wissen aber, glaube ich, viele gar nicht, warum sie sich wirklich haben impfen lassen. Und ich muss immer wieder zu meiner Erschütterung feststellen, man hört da die untypischsten oder verrücktesten Antworten, damit ich Urlaub machen kann ohne Quarantäne oder ja, warum nicht, und ja, und meine Familie zu schützen, die aber meistens eh schon alle geimpft sind und gar keinen Schutz mehr bräuchten, oder um wieder mehr Freiheit zu bekommen. Natürlich gibt es auch einige, die sagen, dass sie Angst vor dem Coronavirus haben und dessen Folgen, ist auch in Ordnung, aber wie wahrscheinlich das ist, dass sie das bekommen hätten, überlasse ich jetzt den Statistikern. Aber viele machen sich auch gar keine Gedanken. Sie springen einfach metaphorisch von der Brücke, von der die anderen schon gesprungen sind. Und auch wenn sie das nur im Fernsehen gesehen haben, dass andere gesprungen sind. Und ja, sie hätten in diesem Zusammenhang vielleicht einmal auf ihre Mutter hören und sich mehr Gedanken machen können. Ja, ob es jetzt gut oder schlecht war, kann ich nicht beurteilen, gehe ich auch nicht näher darauf ein. Aber ich möchte auf ein anderes Thema eingehen, wo es um das gleiche Prinzip geht. Und zwar Erfolg im Leben. Erfolg im Leben zum Beispiel mit Finanzen oder mit Immobilien. Denn dort hat mir mein Mentor auch schon damals vor vielen, vielen Jahren gesagt: Paul, egal was du in Sachen Investment machst, bitte mach nicht das, was die Masse macht und schon gar nicht in Krisenzeiten, sondern sei bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Und eines kann ich dir schon sagen, wenn du das auch machst, wenn du gegen den Strom schwimmst, dann werden dir viele Fische entgegenkommen. Aber wundere dich nicht, die meisten davon sind schon tot. Das hat mein Mentor auch immer gesagt. Und das ist das Prinzip des antizyklischen Handelns. Das kennst du vielleicht schon. Das Prinzip zieht sich durch alle Lebensbereiche. Ja, was die Masse macht, war vielleicht auch irgendwann mal in prähistorischer Zeit gut. Ich glaube nicht mal damals, aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass heute das auch noch so gilt. Denn das Prinzip, sage ich jetzt mal, des Social Proof, also der Wirkung der Masse auf den Einzelnen, dass etwas besonders gut sei, wenn viele Menschen es kaufen oder zustimmen oder es tun. Wir wissen schon, dass das auch im vorigen Jahrhundert schon bei unseren Eltern und Großeltern nicht immer richtig war, was die Masse gemacht hat. Und blindlings mitzulaufen, wer blindlings mitläuft, mitgehangen, mitgefangen, sage ich mal. Das heißt, du kannst ja einfach mal in deinem Freundeskreis dich umhören, ob ihnen der Begriff Social Proof etwas sagt. Bei mir war es zum Beispiel 2007 so, als mir mitten in der damaligen Krise alle abgeraten haben, in Immobilien zu investieren. Und ich stand gerade vor einem riesengroßen Projekt, eine Einzelimmobilie, die um ein Vielfaches größer war als alles, was ich bis dahin gemacht hatte. Und alle haben gesagt: Bist du verrückt? Du kannst dich nicht zusätzlich verschulden in der Krise. Und so weiter. Und noch dazu eine Gewerbeimmobilie. Und Leute, die selbst nicht dort gestanden sind, wo ich gerne hin wollte. Und tatsächlich war das ein riesengroßer Breakthrough. Es war ein richtiger Durchbruchsmoment für mich. Und ja, ein paar Jahre später waren alle schlauer und haben gesagt: Du hast alles richtig gemacht. Aber in der Situation hatte ich keine Freunde, haben mir alle abgeraten. Also einfach mal nachdenken, ob du nicht auch manchmal diesen sozialen Druck ein bisschen zu schnell nachgegeben hast oder nachgibst.
Okay, aber natürlich ist auch nicht alles, was jetzt die Masse macht, schlecht. Ja, ich möchte dir nur die Wahl geben, einfach darüber nachzudenken und wirklich mündig zu entscheiden, aus deiner Überzeugung heraus. Ja, dann, wenn alle investieren, dann sind meistens die Investmentobjekte schon tatsächlich stark überbewertet, wie man das heute bei Immobilien oft feststellen kann, in Lagen der Top-Städte, wo du oft schon Faktor 30, 35 oder mehr hast. Und da fällt mir jetzt ein ganz, ganz bekannter Satz ein, der sich nicht schön anhört, aber zum Nachdenken verursachen soll. Der Satz lautet, es ist an der Zeit zu kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt. Wie gesagt, nicht schön, aber er soll vom Baron Nathan Meyer Rothschild stammen, vor über 200 Jahren, der umstrittenen Legende. Und eins ist sicher, gegen den Strom zu schwimmen, ist natürlich auch nicht immer einfach. Ich habe es aufgrund eines erfahrenen Mentors gelernt, aber ich kann es dir nur empfehlen. Ich sage dir ganz ehrlich, sonst wird irgendwann der soziale Druck auf dich zu groß werden. Und ja, wenn du mich als deinen nächsten Mentor gewinnen möchtest, dann findest du unter diesem Video einen Link, wo du dich bewerben kannst. Und ja, dort klicken natürlich die meisten jetzt nicht drauf, weil sie Angst haben oder meinen, das nicht zu brauchen. Da schließt sich jetzt der Kreis. Möchtest du zur Masse gehören, die nur konsumiert? Oder möchtest du zu den Einzelnen zählen, die etwas machen aus ihrem Leben, die handeln, kommt von Hand und ja, zumindest kostenlos jemand aus meinem Team einmal mit ihm telefonieren und vielleicht überlegen gemeinsam, was können deine nächsten Schritte sein, ein kostenloses Beratungsgespräch, Coachinggespräch. Wenn dir dieses Video gefallen hat und der Inhalt, dann teile es bitte mit deinen Freunden, um dir ein passendes Umfeld von erfolgsorientierten Menschen aufzubauen. Das bitte ich dich. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao und Servus.